Eine kurze Bemerkung noch einmal in Pass setzen zu dem, was wollen wir Wende der Außenpolitik? Was heißt für uns Wende der deutschen Politik? Erstens, Herr Kollege Genscher, dass wir wieder ohne jede Einschränkung ein verlässlicher Partner für unsere Freunde im Westen sind. Das ist Ihre Behauptung und bei allen Abstimmungen im Bundestag brauchen Sie die Stimmen der CDU-CSU, weil sie in der Koalition unter Schmidt zu schwach ist, die Linken in der eigenen Partei zu bremsen. Zweitens, dass wir genau diese Westorientierung der Bundesrepublik Deutschland, die wir in 20 Jahren Regierungsmacht in Bonn begründet haben, fortsetzen. Dass wir zum Dritten darin begreifen, die Öffnung nach Europa. Über dieses Thema haben wir heute Abend überhaupt noch kein einziges Wort geredet. Nun, Herr lieber Abel, ich habe es ja zweimal angeschnitten, ich will es noch einmal sagen. Für uns ist ganz klar, dass wir die politische Einigung Europas wollen, dass wir das Ziel haben, europäische Politik wieder aus einem Munde zu machen. Das wollen Sie uns doch wohl nicht bestreiten. Für uns ist kein Ziel, dass beispielsweise ein Sonderverhältnis getroffen wird zwischen Paris und zwischen Bonn. Etwa jene Gedanken, dass da zwei eine Art Quasi-Direktorium bilden. Wir sind für das ganze Europa und für jene europäische Vorstellung, wie sie begründet wurde, schon in den römischen Verträgen und fortgesetzt wird. Heißt das, dass der Vertrag zwischen Adenauer und de Gaulle keine Rolle mehr spielen soll? Aber Herr Kollege Schmidt, den Vertrag zwischen Adenauer und de Gaulle habe ich nicht vergessen. Sie tun doch bei jeder Gelegenheit so, als hätten Sie die deutsch-französische Freundschaft begründet. Lange vor Brandt und Schmidt hat Konrad Adenauer und Robert Schumann und aber Charles de Gaulle deutsch-französische Politik aber gemacht. Aber Sie haben eben dagegen polemisiert, Herr Kohl. Ich sage Ihnen jetzt meine Gedanken, Sie können ja dann gleich antworten. Für uns steht der Punkt Europa an zweiter Stelle. Und das ist in der Tat ein ganz entscheidender Punkt. Denn wenn Sie die Rolle der deutschen Sozialdemokraten, Herr Kollege Genscher, und das wissen Sie doch so gut wie ich, die vor einem Jahr ins Europäische Parlament gewählt worden sind, betrachten in ihrer Arbeit in Straßburg, werden Sie so nicht auf den Gedanken kommen, dass diese Mannschaft des Herrn Schmidt, die dorthin geschickt wurde, unterwegs ist, um die europäische Einigung voranzutreiben. Das sind doch alles Leute, die europäische Einigung eher bremsen. Und im sozialistischen Lager in Europa gibt es doch keine Stimmung mehr für die europäische Einigung. Aber gestern haben englischen Tories auch nicht. Gestern haben, Entschuldigung, Herr Weiß, Sie wissen das doch besser wie ich, Sie waren lange genug in London. Die englischen Tories haben ihr klares Ja gemacht. Es gibt doch keinen Tory-Beschluss, wie auf dem Parteitag der Labour, dass sie im Falle einer Regierungsübernahme aus der EG austreten. Aber das können Sie doch nicht. Auf politische Einigung. Dritter Punkt, Außen- und Deutschlandspolitik. Wir haben gesagt, die Verträge sind geschlossen. Sie sind zu respektieren, also weil wir eine verfassungstreue Partei sind. Herr Kollege Schmidt, so mögen Sie bei sich zu Hause in Hamburg das Gespräch führen. Hier reden wir auch in Hamburg in der Partei. Hier reden wir in der Reihenfolge, dass jeder den anderen erträgt und anhört, auch wenn sie ihn immer schwerer fällt. Ich kann nicht sehr lange anhören, immer, möchte ich Sie gerne, aber ich möchte auch verstehen, schwerer. Was Sie sagen. Ich darf Sie wirklich bitten, geben Sie ein bisschen, ich gerne verstehen. Geben Sie als Bundeskanzler ein bisschen ein Beispiel von Kinderstuben und versuchen Sie nicht dauernd den anderen dadurch zu demotivieren, dass Sie ihn unterbrechen. Ich muss Ihnen das nochmal in aller Freundschaft sagen. Zurück zum Thema, das, was über Osten deutscher Politik gesagt wurde, ist völlig ausreichend. Jetzt aber zu dem anderen Punkt. Kandidat des Unfriedens. Nun, Herr Kollege Schmidt, wir hatten Streit in der SPD, hatten Sie Streit, wir hatten in der CDU Streit und der CSU. Und ich denke gar nicht daran, zu leugnen, auch nicht heute Abend, drei Tage vor der Wahl, dass das, was wir da gelegentlich getan haben, alles andere als beispielhaft war. Nur, das ist doch kein Sonderthema der CDU-CSU. Wir haben vor der Kandidatennomination klare Abmachungen getroffen. Wir haben abgestimmt, Franz Josef Strauß ist unser Kandidat. Und Ihr Ärger ist doch, dass Ihre Rechnung nicht aufgegangen ist. Dass das, was Herr Brandt heute Abend im Fernsehen behauptet hat, dass die CDU-Leute nicht mitmachen, eben ganz anders läuft. Dass diese Partei sich einsetzt. Und ich habe nicht ohne Grund diesen persönlichen Einsatz in diesem Wahlkampf, weil ich eben überzeugt bin, wenn ich das Leben des Kandidaten und das Leben des Amtsinhabers nebeneinander sehe, das Leben des Franz Josef Strauß und das Leben des Helmut Schmidt, dann habe ich nicht einen Grund, eine Sekunde daran zu zweifeln, wer der bessere Kanzler ist. In allen wichtigen Grundentscheidungen deutscher Politik, verehrter Herr Kollege Schmidt, hat dieser Franz Josef Strauß richtig abgestimmt. In allen wichtigen Grundentscheidungen der deutschen Politik, wo es darauf ankam, für Sie auch persönlich Mut zu beweisen, haben Sie falsch abgestimmt. Wir haben die Lage doch in diesen 4 Jahren gehabt. Wir werden gleich bei der Innenpolitik noch darauf zurückkommen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen um das Verhältnis zwischen Strauß und Kohl, zwischen CDU und CSU.
Wir haben unsere Schwierigkeiten gehabt. Wir sind erwachsene Männer, wir sind fähig, da einen Strich drunter zu setzen. Und wir sind vor allem fähig, aus unserer gemeinsamen Überzeugung, die ganz unstreitig ist, auch freundschaftlich verbunden, miteinander Politik machen. Und ich will eines sagen, in der CDU-CSU gibt es nicht ein Gran jener Meinungsunterschiede, die Sie doch von weiten Teilen der deutschen Sozialdemokratie trennen. Sie sind doch gar nicht mehr typisch für die deutsche Sozialdemokratie. Jene jungen Leute, die an deutschen Universitäten Volksfront betreiben, junge Sozialdemokraten und junge Kommunisten jeglicher Art, die gegen diesen freiheitlichen Staat hetzen, das sind Mitglieder der SPD, wollen Sie sich mit denen identifizieren? Sie hören sie doch gar nicht mehr, sie nehmen sie doch gar nicht mehr zur Kenntnis. Ich sage Ihnen noch einmal, im Blick auf dieses Inserat, wenn der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, der nicht irgendjemand ist, sondern der beispielprägend sein muss, in dieser Weise Hass sieht, zerstört er den inneren Frieden. Und Herr Kollege Schmidt, Sie können dem Frieden in der Welt nicht dienen, wenn Sie nicht fähig sind zum Frieden im eigenen Lande. Und die Beispiele, die Sie heute Abend hier gegeben haben, die sehr persönlichen Beispiele, mit aller Schmidt, muss man schon sagen, das ist eben ein Hinweis darauf, was ich meine, wenn ich davon rede, zerstören jeder Gemeinsamkeit. Und es ist ja gar nicht der Franz Josef Strauß. Ich könnte jetzt aus der Sendung vor 4 Jahren Ihre Äußerung über den Helmut Kohl rausziehen. Was haben Sie nicht alles an Bemerkungen gemacht, kurz vor der Wahl des Staatsoberhaupts, des Bundespräsidenten? Mit welch einer diffamierenden Weise haben ausgerechnet Sie sich in die Arena der deutschen Politik ohne jedes Erbarmen und ohne jede Friedensbereitschaft für jede Generation, die im Dritten Reich in einer besonderen Versuchung stand, ausgerechnet Sie, der gar keinen Grund hatte, in dieser Zeit so zu reden. Es ist damit, also keine Frage, was meinen Sie damit, Herr Abgeordneter? Es ist keine Frage, Kohl. Reden Sie es ist bitte Ihre etwas Frage deutlicher. Der Friedensfähigkeit. Und Kaffs ist diffamiert. Und, ausgerechnet ich, hat er gesagt. Was meinen Sie damit? Weil ich annehmen müsste, dass Sie aufgrund Ihres persönlichen Lebenswegs, Ihrer ganz persönlichen Erfahrung, die typisch ist für Hunderttausende unserer Landsleute, genauso viel Verständnis für den Lebensweg eines anderen haben, der eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Dies habe ich Ihnen im Bundestag gesagt und das sage ich Ihnen heute. Es ist keine Frage, Strauß, das muss in dieser Stunde festgestellt werden. Jeder andere, der an dieser Stelle sitzen würde, würde auf die gleiche Art und Weise der persönlichen Diffamierung stoßen. Und dies ist Ihr persönlicher Stil. Und das ist auch der Vorwurf, den ich Ihnen mache. Sie zerstören den inneren Frieden unseres Landes, Herr Bundeskanzler. Ich sage bewusst, Herr Bundeskanzler. Und ich hoffe, dass Sie irgendwann einmal begreifen, dass bei all dem Ringen um parteipolitische Zukunft und Stimmen unser Dienst gegenüber dem Vaterland eben wichtiger ist als die parteipolitische Profilierung. Es ist wohl verständlich, Kollege Weiß, dass hier jetzt bei einer solchen Zusammensetzung von Spitzenkandidaten, die sonst nur über Plakate und auf Einzelkundgebungen, ohne sich Aug in Aug zu sehen, gegeneinander angreifen, hier Verschiedenes direkt sagen. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen unglücklich, dass der Informationsgehalt doch dabei nicht in wünschenswertem Umfang groß genug ist. Aber wir waren uns einig, dass parlamentarische Regeln, wir sind hier nicht Herr Stücklen, für so eine solche Auseinandersetzung anders und weitherziger ausgelegt werden dürfen. Es gibt hier sicher ein paar junge Wissenschaftler heute Abend, die Ausdrücke zählen und die Dinge semantisch nachher untersuchen werden. Herr Dr. Kohl, Sie werden die Palme für den aggressivsten Sprecher heute Abend bekommen. Ich sage das mit allem Respekt, den ich Ihnen seit vielen Jahren zolle. Darf ich mal inzwischen noch mal, glauben Sie, Herr Weiß, wie mich das berührt? Mein Bruder ist in diesem Krieg gefallen. Meine Familie hat eine Menge verloren in dem letzten Krieg. Was meint Sie, wie mich das berührt, wenn jemand zu mir sagt, ich sei nicht fähig zum Frieden? Ich kann mir eigentlich keine gravierendere Beleidigung, keine gravierendere Unterstellung gegenüber dem Patriotismus eines anderen vorstellen als diese. Ich verstehe das, Herr Dr. Kohl. Sie haben nur praktisch eigentlich alle Termini, alle Worte dieser Art inzwischen dem Bundeskanzler zurück an den Kopf geworfen. Aber pardon, ich will hier nicht meine Rolle überschreiten. Guten Tag, verehrte Zuschauer. Der Deutsche Bundestag hat Bundeskanzler Schmidt durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt und Oppositionsführer Kohl zum neuen Regierungschef gewählt. Das Ergebnis der Abstimmung gab vor 40 Minuten Bundestagspräsident Stücklen bekannt. Ich gebe das Ergebnis der Wahl bekannt. Von den vollstimmberechtigten Abgeordneten wurden insgesamt
495 Stimmen abgegeben. Von diesen abgegebenen Stimmen waren 495 Stimmen gültig. Mit Ja haben gestimmt 256 Abgeordnete. Abgeordnete stimmten mit Nein. Vier Abgeordnete haben sich der Stimme enthalten. Stimmen waren keine ungültig. Damit ist der Antrag der Fraktion der CDU-CSU und der FDP nach Artikel 67 des Grundgesetzes mit der erforderlichen absoluten Mehrheit der Mitglieder des Bundestages angenommen. Ich stelle fest, der Abgeordnete Dr. Helmut Kohl ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spreche Ihnen, Herr Bundeskanzler, die Glückwünsche des Hauses aus, wünsche Ihnen Kraft und Gottes Segen. Damit verbinde ich den Dank für den bisherigen Bundeskanzler und die Mitglieder seiner Regierung. Zu Beginn der Bundestagssitzung hatte der bisherige Bundeskanzler Schmidt noch einmal die Grundzüge seiner Regierungspolitik dargelegt. Er erklärte dabei, die große Mehrheit der Bevölkerung empfinde den von CDU, CSU und FDP angestrebten Wechsel als Vertrauensbruch. Die Handlungsweise der neuen Regierungspartner sei legal, aber sie habe keine moralische Rechtfertigung. Schmidt sagte, 3/4 der Bürger seien für Neuwahlen. Er forderte Helmut Kohl auf, ohne Wenn und Aber zu sagen, dass am 6. März ein neuer Bundestag gewählt werden solle. Schmidt versicherte, die SPD werde jedem Versuch entgegentreten, soziale Gerechtigkeit durch das Ellbogenprinzip zu ersetzen. Er warf der neuen Koalition einen falschen Ansatz in der Finanz- und Wirtschaftspolitik vor. Dieser könne bestenfalls eine Scheinblüte auslösen, die aber nach wenigen Monaten einer stärkeren Arbeitslosigkeit weichen werde. Bei der Darlegung der politischen Leitlinien der SPD hatte Schmidt als ersten Punkt Glaubwürdigkeit in der Politik gefordert. Glaubwürdigkeit der Institutionen und der handelnden Personen ist eine der unverzichtbaren Voraussetzungen für die Lebensfähigkeit einer demokratischen Gesellschaft und eines demokratischen Staats. Wenn die Bürger nicht an die ehrlichen Absichten der an der Spitze des Staates handelnden Personen glauben können, dann wird es den Bürgern sehr schwer gemacht, überhaupt an die Demokratie zu glauben. Zur Glaubwürdigkeit der Demokratie gehört der Wechsel der Regierungen. Deshalb beklage ich mich nicht, wenn die sozialliberale Bundesregierung ihre Verantwortung abgeben muss. Was ich jedoch beklage, ist der Mangel an Glaubwürdigkeit dieses Wechsels und dieser Art eines Regierungswechsels. Der Stil, die Hektik und Geschäftigkeit,
die Hast und Eile, in der unzureichende Grundlagen einer neuen Regierung aufs Papier gebracht worden sind, offenbart eine Geringschätzung der Wähler. Ein letztes Wort. Ich weiß, dass diese Stunde von den Deutschen in der DDR und ebenso hier in der Bundesrepublik mit Besorgnis im Fernsehen verfolgt wird. Sie alle vertrauen unserer Politik der guten Nachbarschaft und unserer Friedenspolitik. Wir Sozialdemokraten sind für dieses Vertrauen dankbar. Wir werden es auch in Zukunft nicht enttäuschen. Jedermann darf und jedermann muss mit unserer Stetigkeit rechnen. Herzlichen Dank.